herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf diesem Kanal, sofort und gleich. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Item Shop rein. Heute ist der 19.04.2019 und wir haben einen neuen Skin, wir haben eine neue Picke und wir haben eine neue Lackierung. Wir beginnen mit dem Showstopper. Den fandst du doch so geil. Wieso bist du eigentlich schon wieder weg da hinten? Ich so gar nicht, guck mal. Das ist Showstopper kriegt auf jeden Fall von mir 10 von 10. Dieser, das ist wieder so einer dieser Skins, ja, wo sich ins Hirn reinbrennen. Emotes, wo sich ins Hirn reinbrennen. Also das Ding werde ich wieder tagelang jetzt nicht loswerden. Hallo, ich habe noch gar keine Punkte. Ja, sag. 10 von 10. 10 von 10. So, schauen wir mal beim Showstopper. Wie sieht's denn da aus? Da haben wir derzeit. Wo die ist hier? Die da? Ist das ja richtig? Ja. So, da momentan 4,07 von 5 bei 27 Votes am 17. Dezember 2018. Das erste Mal drin gewesen, seitdem 5 Mal. So, für 500 V-Bucks der Showstopper. Da haben wir die Maki-Meisterin. Feier ich überhaupt nicht. Kriegt von mir 6 von 10. Ja, ich finde die nicht so schlecht, aber auch nicht so super. Also es kriegt, ne, kriegt von mir auch 6 von 10. Maki-Meisterin kriegt von mir auch 6 von 10. Und da haben wir momentan hier am Start Maki-Meisterin 4,24 von 5 bei 37 Votes am 21. November 2018. Das erste Mal drin gewesen, 6 Mal seitdem. Für 1200 V-Bucks die Maki-Meisterin. Da hinten hier mit diesem komischen Sushi-Teil da auf dem Rücken. Boah. So. Zum nächsten, und zwar? Tanztherapie. Der Contemporary. Zehn von 10 für den Contemporary von dem Herrn Sofort. Von mir gibt's auch 10 von 10. Wenn ihr mal einen durchgedrehten Waschbären sehen wollt, dann am Ende des Videos wird ja gleich das letzte Animation Throne Video verlinken. Guckt dann unten in die Kommentare, da steht eine Stelle, wo er gleich komplett ausschippt. Guckt euch das einfach an, das war einfach zu gezielt. Ich kann es auch einfach hier oben rein verlinken. So, also, das hier ist der Contemporary. Ich gebe dem auch 10 von 10. Tanztherapie. So, was ist das? Das ist Dance Therapy. Und oh Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wieso, oh was denn? Gott. Was denn? 4,44 von 5. 4,44 von 5 bei 43 Alter. Votes am 30. August 2018 ist erstmal drin gewesen. Ja. 8 Mal seitdem, 171 Reminders. Jo, und da haben wir für 800 V-Bucks die Tanztherapie. So, dann haben wir den Chaos. Ich finde diese Steampunk-Skins geil. Ich mag Steampunk, aber ist nicht jedermanns Sache. Ich finde den cool, also was heißt geil? Kriegt auf jeden Fall von mir 7 von 10. 5 von 10. Steampunk! Er sagt, mir gefällt Steampunk richtig krass. Ja, finde ich. Ja, gut, ist jetzt mehr, also 7 von 10 reicht. So, das ist der Mayhem, genau. Der Mayhem hier hat momentan 3,89 von 5 bei 37 Votes. Ja, am 4. November 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 6 Mal seitdem. 65 Reminders. Für 1200 V-Bucks. Der Mayhem oder Chaos hier. So, dann kommen wir zu einem Ding, wo ich mir denke, alter Vater, muss das sein? Googly. Na, dir gefällt das, ne? Was denn? Dir gefällt, guck mal, was das Auge da zuckt, wenn ich den sehe, ey. Dir gefällt das, ne? So. Googly. Erinnert mich so ein bisschen an Zini von damals. Ich hab dem damals schon 2 von 10 gegeben und ich geb dem auch heute 2 von 10. Ja, da bin ich auch mit dabei. So, Googly kriegt auch von mir 2 von 10. Ich finde den schrecklich. Schrecklich, der Googly.
Und da haben wir. Wobei, Zini war cool, aber Googly ist scheiße. Warum wurde der erst 2018 released? Wurde nicht 2000, nee, der wurde nicht 2017. 3,71 von 5 bei 17 Votes am 22. April 2018 das erste Mal released. Stell mir vor, heute würde der Googly neu rauskommen und dann würde stehen: Neu Googly. Ja, super. So, und seitdem 19 Mal drin gewesen für 800 V-Bucks der Woodley. So. Dann haben wir Pastelldruck, die heutige neue Lackierung. Was denkst du, wie könnte das aussehen? Nicht so gut. Nicht so gut, ne? Wenn ich schon wieder sehe, pink, ne? Alter, pink. Das sind halt Komplementärfarben. Uah. Gelb und pink sieht hier zusammen nicht schlecht aus. Uah. Das sieht auf den Waffen, Stell dir mal vor, jemand pusht dich mit solchen Waffen. Oh. Und dann noch mit einem Pinkbärchen. Oh Gott. Pinkbärchen. Oh nein. Oh, oh, oh. Wobei mit der Pistole sieht es gar nicht so schlimm aus, aber. Ja, beim Bogen. Beim Bogen. Ja, genau. So, Leute, ehrlich, also sorry von mir, ich kann da nicht. Ich kann da nur 2 von 10 drauf geben. 6 von 10. 6 von 10? 2 von 10, hallo? Ich finde die Farben schrecklich. Ich finde die Farben. Pink sieht jetzt zusammen nicht schlecht aus. Ich finde trotzdem die Farben schrecklich. Ich mag gelb, ich mag aber pink nicht. Bis jetzt keine Bewertung drauf. So, dann kommen wir hier zu unserer Scully-Schädeline. Und da gibt es ja auch hier diesen extra Style, den ich relativ cool. Also den finde ich deutlich viel besser, da oben auch mit dem Messer drin. Ja, finde ich echt cooler. 7 von 10 kriegt, also der andere kriegt 7 von 10, der kriegt 8 von 10. Von mir kriegt auch Scully 8 von 10. Dann gucken wir mal, was hat denn Scully momentan hier? Scully! Scully! Scully, hier. Scully hat 3,95 von 5 What? Bei 40 Votes. Am 14. Februar 2019 ist man drin gewesen. Ja, ist noch nicht so lange her. Was? Viermal seitdem drin gewesen, 41 Reminders. Scully für 1200 V-Bucks. 100 Millionen Jahre. Nein. Dann hier Schädeline Spalter. Auch wieder ein Stil. Neues Stil. Der Sound passt überhaupt nicht zur Brücke. Ja, da muss ich sagen, da weiß ich nicht so wirklich, was ich von dem Ding halten soll. Also, da unten dieser komische Totenschädel da dran. In pink, genau. Und hier ist er wenigstens in grün. Ja, also, so gefällt sie mir persönlich besser, die Picke. Aber kriegt von mir auch nur 6 von 10. Auch 6 von 10. Das ist der Scully Splitter. Und der Scully ist. Ui, 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 ui. 4,23 von 5 bei 13 Votes. Am 14. Februar 2. Ja, klar, logisch. 4 Reminders und 4 Mal bis jetzt drin gewesen. Für, was kostet das Ding? 800 V-Bucks. Der Scully Splitter oder Schädelinis Spalter. Und dann sind wir hier auch schon soweit durch. Jetzt kommen wir zur neuen Picke. Die bunte Brechstange. Einbrechen und herausstechen. Teil. Eigentlich sogar ziemlich witzig aus. Teil des sprunghafte Räubersets. Gib dem 7 von 10. Was? Ich finde das Ding. Stell dir mal vor, du würdest in einem Haus einbrechen mit so einem Ding. Die würden nicht auslachen. Da würde ich mich vergraben, ja, ey. Eben. Also, nein, niemals gebe ich dem Ding 7 von 10, davon träume ich heute Nacht schlecht. Das Ding kriegt von mir 3 von 10. Alter. Bunte Brechstange, schrecklich, 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 schrecklich. Das ist die Bolt Bar. Die ist heute auch und, neu. Ja, die ist heute neu. Und die hat auch schon Noten. 3,67 von 5 bei 3 Votes schon jetzt, okay. Und ja. Also, hier für 500 V-Bucks die Bolt Bar. Dann? Jo, achso, haben wir den Werkzeugeffekt überhaupt gemacht? Ja, ja, klar. Das ist wie normal, so, und dann haben wir den neuen Skin. Und da schauen wir mal, das sieht aus wie ein Schoko. Ich habe den neuen Emote, weil die Emotes sind Skins und Skins sind Emotes. Ja, vielleicht hat eine Ähnlichkeit mit dir. Ja. Oder? Also erstmal. Also Outfit hat er Ähnlichkeit. Du hast wohl eine Obermacke. So, also erstmal, guck mal, das ist gesprayt, ne? Siehst du? Da unten verläuft sogar noch, ist sogar die Farbe noch verlaufen. Das ist drauf gesprayt worden.
Das finde ich eigentlich. Eigentlich finde ich das irgendwo. Das sieht irgendwie cool aus, weil das ist dieser Havoc halt in. Dieser Havoc halt in so einem ganz komischen Anzug. Also ich sag mal so, ich finde den ziemlich verrückt, deswegen kriegt er 7%. Also ich finde den auch ziemlich crazy und jetzt geht's ja weiter. Hier gibt's ja noch diesen anderen Eierkopf. Style. Den Eierkopf. Sogar 8%. Den finde ich, muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen, zu Ostern jetzt wirklich irgendwie cool. Und mit dem Monokel da noch und da oben diesen goldenen Schleifchen an dem Zylinder. Ich weiß ja, das Teil hat echt was. Keine Ahnung warum. Auf der einen Seite sieht es wieder mal mega scheiße aus, auf der anderen Seite finde ich es irgendwie ziemlich. Abgedreht, also, abgefahren. Ich gebe dem auch 7 von 10. Ich habe 9 von 10 gegeben. What? Dem Ding der 9 von 10. Dem What? 7 von 10. What? Das ist mega witziger. What? Also, ja, und da haben wir momentan die Noten 3 von 5 bei 4 Votes und. Users will remind us. Für 1200 V-Bucks hier den Hopper. Achso, und Leute, jetzt mitten im Video war ja noch dieses Video verlinkt, wo er gleich so ausgelöst. Jetzt ist es hier nochmal eingeblendet. Klickt drauf, Vergleich ist komplett ausgerastet, hat nur witzige Scheiße gemacht, hat sich vergraben, hat sich hinter seiner Karte versteckt, ist wie ein Propeller geflogen. Ja, also ich kann euch nur eins sagen. Oh Gott, jetzt kriegen wir den Kanal dann gesperrt. Nein, aber. Kann ich nur eins sagen, viele Leute beschweren sich über Epic Games, aber Leute, glaubt mir, es gibt andere Spieleentwickler, die machen noch viel mehr Bugs in ihre Spiele rein. Und an dem Tag bin ich einfach nur, oder in dieser Nacht, bin ich einfach nur schier ausgedreht, also durchgedreht. Und heute lacht er drüber. Ja, heute muss ich drüber lachen, muss ich echt sagen. Ich sag nur, ja, wenigstens Get Resume. Ja, Leute, also wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben, dann schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Fortnite Daily Shop News mit dem Herrn Sofort und mit mir, dem Herrn Gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.